Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1383. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 80 Millionen Fisch, nehmen den einmal mit. Dann können wir hier aufs Kreuz gehen. So, wir haben hier wieder ein paar neue Angebote. Da ist aber für uns höchstwahrscheinlich nichts dabei, schätze ich mal so. Nee, ganz genau. Dann haben wir einmal Events und zwar einmal hier erstmal einen Spießenwurf nochmal. Den hat man noch nicht gesehen, genau. Und dann hier einmal zurück zur Akademiejagd. Also wieder ein neues Pergament. Und die Bücher sehen ja mal absolut crazy aus. Schauen wir mal, ob wir gleich herausfinden, was für ein Drache das ist oder nicht. Bruder, absolut keine Ahnung. Also, da suche ich jetzt echt nicht durch, was es ist, weil das ist zu klein. Das ist zu wenig. Nee, schade. Ich hätte es gerne gesucht, aber da sehe ich noch gar nichts. Da müssen wir auf morgen warten und dann können wir das uns morgen anschauen. Wir können jetzt erstmal hier zu Ohnezahn gehen, können hier einmal einsammeln. Haben hier wieder zwei von den Sammlungsstücken, die wir wollen. Also, absolut nicht viel. Und dann kannst du auch schon wieder los an sich. Genau, gehst du wieder los für 133 Runen oder bevor wir dich losschicken, schauen wir erstmal, haben wir noch irgendjemanden, den wir haben wollen gerade direkt? Nope, nicht wirklich. Falls wir Beschleuniger eine Aktion haben, können wir das hier mal kurz machen. So, genau, da haben wir das auch. Sehr schön. Dann können wir jetzt einmal in die Sammlung hier gehen und dann können wir hier die Suche starten. Dass wir hier noch ein paar mehr kriegen, man könnte jetzt denken, okay, du hast doch aber schon alle, wieso suchst du weiter? Nein, habe ich nicht, denn es gibt noch eine zweite legendäre Sammlung, wo wir die Teile auch brauchen und dort brauchen wir noch mehr insgesamt. Wir müssen knapp über 100 Teile kommen, sind jetzt halt bei 63, ich glaube, gewesen gerade. Da geht das auf jeden Fall. Es ist möglich, sagen wir mal so. Wird einfach noch eine Weile dauern. Wir können jetzt erstmal hier schauen, dass wir noch ein bisschen Fisch einsammeln, dass wir heute endlich Staubwille auf Level 163 kriegen. So, können wir die einmal losschicken. Let's go. Und dann haben wir noch ein Titanrad. Drehen wir mal hier dran und schauen, was wir hier kriegen. Wir haben leider nichts. Leider kein Titan. Aber egal, gehst du wieder los. Genug Fisch haben wir dafür jetzt. Damit kannst du auf Level 163 gehen. Dann wirst du gleich ins Training geschickt, falls es mit dem Eisen her ausreicht. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich entweder reicht es nicht aus oder es wird haarscharf, dass es gerade so ausreicht. Müssen wir mal schauen. Du gehst erstmal los. Hier können wir wieder am Titanrad drehen. Let's go. Und du wirst kein Titan. Schade, Marmelade. Dann gehst du wieder los. Kostet jetzt auch ein bisschen Eisen, aber das ist echt nicht nennenswert. Also wenn wir die 4-5 Eisen, die jetzt gefehlt haben, nicht kriegen am Ende, dann ist es einfach schlecht. So, dann haben wir hier nochmal 1200 Eisen. Let's go. Das ist schon mal gut. Hier haben wir Bernstein. Das ist auch gut. Dann haben wir hier nochmal 150 Bernstein. Ja, okay. Irgendwann könnte mal was kommen. Hier haben wir 825 Holz gehabt. Das ist ganz gut zum wieder losschicken. Aber da war eigentlich so ziemlich das Eisen das Beste. Dann schicken wir die hier wieder los. Fangen wir mit dir an, damit du auf jeden Fall wieder sammelst. Und dann können die anderen hier auch wieder los. Den anderen hier wird man sowieso nicht gefüttert kriegen. Deswegen ist das nicht so schlimm. So, dann kannst du wieder los. Let's go. Und so, so. Und hier der noch. Nee, stopp. Wunderbar. Guti, dann ist jetzt auch gleich das Lager, schätze ich mal, wieder voll. Aber gut, bin ich erstmal aus Versehen doch drauf gekommen. Dann gehen wir halt erstmal hier ran. Und hier hat man jetzt nichts Relevantes. Dann haben wir noch ein Titanrad. Da können wir einmal im Glücksrad drehen und du wirst sogar Titan. Let's go. Ich dachte schon wieder, du wirst wieder nicht Titan. Aber nein, du hast es endlich hinter dich gebracht. Sehr schön, sehr, sehr gut. Dann kannst du auch wieder ins Training. Let's go. 490 Millionen. Sehr gut. Damit ist er jetzt wieder vorne mit dabei. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Du kostest 38.000. Ne, 38.000, das kriegen wir jetzt nicht so leicht hin. Also wir würden es mit Dings hinkriegen, aber egal. Gut, wobei wir hätten hier hinten auch noch zwei gehabt, die unterwegs waren, ne? Das sind auch nochmal 1,8, aber ja, an sich sind wir immer noch relativ weit entfernt. Aber ist auch nicht so schlimm, es muss ja nicht jeden Tag sein. So, du kannst nicht ins Training, dafür können wir dich noch mit ins Training schicken. Let's go. So, dann ist der auch unterwegs. Welches Level bist du? 77. Du könntest auch noch hoch. Du bist 80. Du könntest auch noch hoch. Wunderbar. Gehen wir erstmal zum Muffel. Bei Muffel können wir einmal hier reingehen. Dann wieder gratis losschicken. Let's go. Dann haben wir hier noch einmal den grünen Tod. Da können wir einmal hier einsammeln. Dann geht der wieder los. So, der Brülli, der kleine Brüllaffe, geht auch wieder los. Let's go. Sammeln und Abfahrt. Dann haben wir hier noch den Kollegen. Du kannst auch wieder durch die Decke starten.
Sehr, sehr schön. Und da läuft das hier doch richtig locker, flockig. Genauso, wie man das haben will. Hier haben wir dann noch den Tiefseespalter. Der Kollege startet auch wieder durch die Kante. So, dann haben wir hier noch einmal Dragos Wuschelbiest. Und damit sind ja auch eigentlich schon fast alle Legendären los. Dann fehlt hier nur noch der normale große Überwilde einmal. Den können wir auch wieder losschicken. Und dann zu guter Letzt natürlich Granatenfeuer. Legst du wieder los. Damit sind alle unterwegs. Wunderbar. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Erit. Genau, der war auch wieder bei 5 polierten Bernstein. Das ist wunderbar. Du kannst auch wieder los. Let's go. So, dann haben wir noch ein Gratis-Paket. Da können wir einmal reingehen und wir kriegen hier natürlich auch wieder mal 9 Odinsmarken. Und dann haben wir hier einmal Sturmschneidsgrill, rotes Gift und dann auch noch mal ein bisschen Holz, paar Runen, ein bisschen Fisch wieder dabei und am Ende sogar noch einen leuchtenden Fluch. Den Kollegen brauchen wir nicht, den können wir freilassen. Let's go. Einmal freilassen, wunderbar. Dann können wir hier das nächste Gratis-Paket direkt öffnen, rein da. So, nehmen wir das einmal mit und wir haben hier erst einmal 9 Urinsmarken logischerweise. Und dann haben wir auch nochmal ein bisschen Holz, Fisch und wieder ein paar Runen. Wunderbar, haben wir die auch noch mit. Dann gehen wir wieder aufs Kreuz. Sind jetzt bei 39.365 Runen, was auf jeden Fall schon mal richtig geil ist. Gehen wir einmal zu unseren Reisedrachen, schauen wir mal, dass wir die hier auf jeden Fall auch noch loskriegen. Gehen wir hier einmal auf Weiter, dann können wir einmal bestechen gehen und hier gratis. Let's go. Und dann haben wir einmal Hakenzahn. Da können wir auch einmal weitergehen. Dann einmal austoben und gratis, let's go. Das Zelda-Paket würde ich gerne reinkriegen. Mal gucken, ob das auch was wird oder nicht. Das werden wir sehen. Das können wir jetzt eh nicht mehr beeinflussen. Wir können es einmal hier im Glücksrad drehen. Wir bräuchten bitte das Sammlungsstück. Das wäre sehr gut. Aber nein, wir kriegen hier leider Bernstein. Naja, gut. Dann nehmen wir halt Bernstein mit. 52 Stück. Auch nicht so schlecht. Dann kannst du auch schon wieder los. Gehst du wieder für 2 Runen los. Und damit bist du auch schon wieder unterwegs. So, im Postfach haben wir nichts weiteres, was wir jetzt einsammeln könnten. Wir warten damit ja immer noch aufs große Pack-Opening bei Folge 1500. Da bin ich echt mal gespannt. Das können wir auch wieder als Premiere mal wieder machen. Das wäre auf jeden Fall mal wieder richtig special. Schauen wir mal, wie viele da zuschauen werden. Können wir jetzt erstmal hier noch alles einsammeln, kriegen damit jetzt nicht mehr die nächste Belohnung. Aber gut, wir haben ja auch gerade schon eine bekommen. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. So, hier, das kriegen wir noch fertig. Nicht unbedingt heute, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Das könnten wir heute sogar noch fertig kriegen. Oder auch nicht. Was haben wir noch? Das hatten wir uns schon angeguckt. 5 Drachen aufsteigen, das kriegen wir hin. Da haben wir in letzter Zeit extra gut rangesammelt. Da kriegen wir hier jetzt auch 5 Drachen los. Ja, nehmen wir mal die, wo wir ein paar mehr haben, damit wir jetzt nicht zu viele Runen wieder raushauen, einfach so. Also einmal so, dann hier du auch noch. Und dann haben wir jetzt, wir bräuchten jetzt 1,8. Das kriegen wir jetzt aber nicht mehr. Doch, kriegen wir sogar gerade noch so mit dem zusammen. Wunderbar. Dann gehen wir hierher, können hier zweimal tauschen. Wir mussten nämlich über 2500 bekommen. Ansonsten hätten wir hier jetzt nicht tauschen können, weil jetzt wäre das, gut, ist passiert jetzt nicht, tritt jetzt nicht ein, aber hätten wir jetzt hier irgendein richtig gutes Paket bekommen, hättest du es halt sofort geöffnet. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wäre das ein bisschen kritisch gewesen. Aber egal. Nehmen wir das hier einmal mit und dann können wir hier raus. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Da kann der Kollege nochmal los. Du kannst noch beschleunigt werden. Let's go. Dich können wir jetzt nicht füttern. Das heißt, du kannst auch wieder durch die Decke starten. Sehr schön. Sind die wieder unterwegs? Dann gehen wir hier rein. Haben jetzt 3 tägliche Aufgaben noch fertig. 3 wöchentliche Aufgaben. So rum, nicht täglich. Kriegen damit sogar jetzt doch noch die nächste Belohnung voll. Richtig gut. Gehen wir einmal hier rein. Und das ist auch nochmal 1000 Season-Währung, die man sich hier schnabulieren kann. Wunderbar. Und dann gehen wir einmal in den Season-Markt, können hier auf das Season-Geschenkpaket gehen, kaufen wir uns das Ding auch noch und wir bekommen hier einmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und dann haben wir sogar noch Hicks Werkstatt hier. Wunderbar, die können wir hier hinten einmal hinhauen und brauchen wir eigentlich nicht, aber egal. Passt schon. Haben auf jeden Fall das Season-Geschenkpaket für heute geöffnet. Den Kollegen hat man schon wieder losgeschickt. Wunderbar. Dann können wir jetzt einmal in die Events gehen. Können uns hier diesen Spießrundlauf mal noch anschauen. Es gibt 300 Season-Währungen. Es gibt auch am Anfang erstmal 50 Season-Währungen, damit man ein bisschen reinkommt. Denke ich mal.
Und dann starten wir ja einfach mal rein. Können dann auch, was ich eigentlich auch starten wollte, aber gut, habe ich gerade ein bisschen verpatzt. Verteidige Berg können wir auf jeden Fall auch noch machen. Weil da können wir auch noch mal ein bisschen was mitnehmen wegen... Wir haben nur eine Welle, lol. Wegen den Sammlungsstücken, dass wir die Aufgabe noch fertig kriegen. Sollte auch easy machbar sein. Müssen wir gleich mal schauen. Geben wir erstmal die Schwäche gerade mit dem Skrill an. Und das reicht natürlich auch aus. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit unserem Skrill noch einmal normal reingehen hier. Let's go. Geben dann mit unserem Sturmschnitt hier einmal die Schwäche. Greifen mit dem Knochenräuber noch einmal normal an. Let's go. Und da machen wir hier auf jeden Fall richtig guten Schaden. Und können jetzt mit unserem Skrill mit der ganz normalen Attacke hier wegholen. Und wir haben hier gewonnen. Let's go. So, dann drehen wir mal am ersten Glücksrad. Und wir bekommen hier einmal 137 Millionen Fisch. Wunderbar. Dann können wir hier auch schon direkt am nächsten Glücksrad drehen. Und hier bekommen wir auch nochmal 275 Millionen Holz obendrauf. Das ist auch sehr schön. Dann können wir jetzt noch einmal die Season-Währung mitnehmen. Und können dann gleich mal rausgehen, weil da war gerade eine größere Pause zwischendurch, weil ich meiner Mutti noch mit was helfen musste. Deswegen haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon wieder ein paar Eisensammler da. Also vor allem einen auf jeden Fall. Und ihr habt ja gesehen, wir haben auch schon über 100 Millionen wieder bekommen. Also war ein paar Minuten länger. Und sehen wir das irgendwo an irgendeiner Suche? Der hier. Genau, also wir haben den vorhin zu 8 Stunden oder so geschickt. Und das Video geht jetzt erst 10 Minuten, aber es ist schon 30 Minuten unterwegs. Also seht ihr mal. Genau. Ist manchmal so. Kommt auch mal vor bei den Videos. Wenn ihr auf manche Timer achtet, kriegt man es sogar manchmal relativ gut mit, wann irgendwie längere Pausen zwischendurch waren. Wir können jetzt einmal hier reingehen, dann können wir zuallererst einmal komplett von oben reingehen, ohne auf irgendwas zu achten, ohne Rücksicht zu nehmen. Wir starten da oben, zerballern dann diese Dinger hier noch. So, wunderbar. Dann können wir hier noch ein bisschen nachhelfen. Damit kriegen wir das auf jeden Fall alles recht schnell und entspannt weg. Und da haben wir auf jeden Fall keine Probleme. Wenn wir jetzt, ja, schießen wir halt hier nochmal rein, ne? Wenn die so blöd rumballern, dann holen wir uns die weg. Und dann, ja, muss jetzt nur noch runterkommen, weil jetzt schwört er da oben rum und da passiert halt nichts. Das hilft jetzt nicht allzu sehr weiter. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Ich meine, immerhin holt er ja trotzdem das Main-Schiff. Kriegen wir aber mit dem Feuerball jetzt nicht weg, ne? Nee. Ist aber egal, weil jetzt holt er sich's. Da geht einmal Kotz und Wirk ran und die schreddern das mit einem Hit. Wunderbar, wir haben noch 3 Schlüssel, haben hier keinen Schlüssel verloren. Glücklicherweise, das wäre sonst ein bisschen Mist gewesen. Können die dann jetzt einmal mitnehmen und können damit auf jeden Fall jetzt auch noch 3 Truhen öffnen. So, dann nehmen wir es einmal mit und wir bekommen hier ein bisschen Fisch, Holz und genug Zahnräder, damit wir auf jeden Fall die eine Aufgabe hier noch fertig bekommen. Erstmal noch eine tägliche Aufgabe, was auf jeden Fall auch schon mal ganz gut ist. Und dann hier bei den wöchentlichen auch nochmal eine Aufgabe mit 25 Runen. Wunderbar. Gehen wir aufs Kreuz, dann können wir hier nochmal einsammeln und dann kriegen wir auf jeden Fall den Kollegen hier hinten jetzt nochmal los. So, sind damit bei 36.000 Eisen, also gut, wir hätten es vielleicht sogar geschafft, aber gut, muss ja jetzt nicht sein. Also ich meine jetzt hier wegen Staubwühler. Ich meine gut, wir könnten den jetzt theoretisch sogar, falls wir es doch mal schaffen mit dem Eisen, auch zurückrufen. Weil ist ja jetzt doch schon eine halbe Stunde unterwegs, also hat auf jeden Fall auch ein bisschen Eisen gesammelt. Aber mal schauen, können wir nach der Runde hier immer noch entscheiden und stehen die Optionen auf jeden Fall offen. Jetzt gehen wir erstmal auf die Schwäche von unserem Sturmschneid und gehen dann mit dem Skrill einmal normal rein. So, wunderbar. Reicht noch nicht ganz aus, aber ist nicht so schlimm. Knochenräuber macht das Ding und damit ist er weg. Und dann können wir jetzt hier einmal mit unserem Sturmschneid die Schwäche wieder raushauen. Let's go. Gehen dann mit dem Skrill wieder normal rein und können den mit unserem Knochenräuber hier jetzt auch nochmal wegholen. Und zwar einmal so. Wunderbar. Und damit bleibt nur noch der Kollege übrig. Den kriegen wir auch relativ schnell und easy wieder weg. Geben wir einmal die Schwäche Skrill normal, weil der jetzt Schwäche hat, da wäre es sinnlos. Knochenräuber normal und dann muss nur noch einmal unser Sturmschneid drankommen. Und da hauen wir hier nochmal die Heilung raus. Und haben hier gewonnen. Let's go. So, dann drehen wir hier einmal am ersten Glücksrad und wir bekommen hier erst einmal eine schnelle Aktion. Wunderbar, nehmen wir die einmal mit. Dann drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir auch noch einmal 550 Millionen Holz obendrauf. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier einmal aufs Kreuz gehen. So, dann können wir einmal hier rangehen. Haben jetzt nochmal ein bisschen Holz und Fisch. Dann kriegen wir den Kollegen nochmal los. Let's go. Und dann gehen wir einmal hier runter.
und pfeifen dich jetzt zurück. 25 Minuten wärst du noch unterwegs gewesen. Dann kannst du nämlich noch ins Training, kostest 38.000 Eisen, aber dafür bist du wieder unterwegs. Ja, das hier ist richtig nice. Ich bin mal gespannt, was hier für ein Ei drin ist. Leider sehen wir es jetzt noch nicht. Aber mal gucken. Hoffentlich irgendwas richtig Cooles. Vielleicht sehen wir es morgen, dann sage ich es euch. Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.